kümmern zu meinem Spot-Report hier in Rio Mar am Ebro-Delta an der Costa Dorada. Leider wird dieser Spot in Rio Mar etwas kürzer als gewohnt, da mir leider aufgrund des fehlenden Windes das Bildmaterial fehlt. Da die schöne Bucht aber trotzdem einen Bericht wert ist, hier mal ein paar Eindrücke aus dem Ebro-Delta. Der Spot hat eine gute Infrastruktur und bietet allen Wassersportlern eine tolle Möglichkeit, sich auf dem Wasser auszutoben. Aber schauen wir uns die Gegend erstmal in der Übersicht an. Ausgelagert im feuchten Ebro-Delta, wo über Kilometer ein Reisfeld neben dem anderen liegt, befinden sich zwei Superspots vom Fluss getrennt. Von Europa aus ist man mit dem Flieger ruckzuck in etwa 2-3 Viertelstunden in Reus bei Tarragona. Mit dem Momo von Köln aus ist man 1525 Kilometer, etwa 17 Stunden unterwegs. Wer sich für den südlichen Spot interessiert, wird über Dra Pucador in meiner Playlist fündig. Aber gehen wir mehr ins Detail. Als Einstieg sollte man in der Hauptsaison die beiden angezeigten Möglichkeiten nutzen. In der Nebensaison könnt ihr in der ganzen Bucht aufs Wasser gehen. Parkplätze findet ihr entlang der Straße. In der Hauptsaison sind sie leider kostenpflichtig. Wer mit dem Camper oder Wohnwagen unterwegs ist, hat gute Möglichkeiten, bei einem der 3 Campingplätze unterzukommen. Der westlichste ist klein und nur für Womos geeignet, hat aber eine super Lage direkt zum Strand. Wer nicht mobil unterwegs ist, findet problemlos was bei den gängigen Buchungsportalen. Wie schon erwähnt, kann man schön in der ganzen Bucht kiten, Windsurfen und foilen. Wobei es nach Osten hin einen großen Stehbereich gibt, der mit dem Foil natürlich nicht ganz so optimal ist. Was Schulen und Material anbelangt, werdet ihr von den beiden ansässigen Kiteschulen optimal versorgt. Die Links zu den Schulen unten in der Videobeschreibung. Um ganz kurz und vor allem grob auf den Wind einzugehen, gibt es eigentlich nur Nordwind für Herbst bis Frühjahr oder auch im Sommer in den frühen Morgenstunden bis maximal 12 Uhr. Nach 12 dreht er im Sommer auf Süd als thermisch vorherrschende Windrichtung. Für Südwind fährt man aber in der Regel die 25 Kilometer nach Dra Pucador in die Lagune. Jetzt geht's aber mal in die Originalaufnahmen und ich nehme euch mit aufs Wasser. Ja, so kann der Tag starten. Vom Bett aufs Brett, direkt hier hinter mir mein Stellplatz und hier direkt vorne an der Wasserkante. Hervorragende Bedingungen heute Morgen schon. Ich habe richtig Bock. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt, wenn es aufs Wasser geht. Durch den großen Stehbereich, vor allem im Osten, ist das Revier super für Anfänger geeignet. Der Bereich westlich eignet sich hervorragend für Foiler, da der Strand schnell abfällt. Ich denke, zum Wetter in Spanien muss ich nicht viel sagen. Stabil und ganz schön warm. Damit sich hier eine Welle aufbaut, braucht es schon viel Wind für mehrere Tage. Und in Bezug auf Turbulenzen ist der Tramontana immer ein bisschen hackig. Was die Windausbeute angeht, ist es bei einem thermischen Spot immer ein Glücksspiel. Aber im Sommer stehen schließlich trotzdem 3 Wochen in der Statistik. Noch ein paar Zusatztipps und Infos für windfreie Tage können ja nicht schaden. Jetzt blende ich euch nochmal die Windvorhersage des Tages ein. Leider war ich für die 19 Knoten etwas zu spät auf dem Wasser.
Zum Ende hin schauen wir uns nochmal ein paar Drohnenshots unten vom Hotspot an. Jetzt endet auch schon mein Spot-Report. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne 50 Cent über den Spendenlink in der Videobeschreibung in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot-Report.